Ja, herzlich willkommen zurück bei World of Warships Legends. Schön, dass du dabei bist und heute habe ich euch mal einen Kreuzer-Guide mitgebracht. Das wird auch am Anfang ein etwas längeres Quatschvideo. Grund ist einfach, weil die Aufgaben im Kreuzer, die ihr habt, ein bisschen vielseitiger sind, als das im Zerstörer oder im Schlachtschiff der Fall ist. Also wird es am Anfang des Videos ein bisschen ein längeres Quatschvideo. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Also ein Kreuzerguide. Wie sollte man Kreuzer am besten fahren? Also die erste wichtige Frage ist eigentlich, welche Munitionsart im Kreuzer. Also ich fahre meistens mit der Brandmunition. Aber wie gesagt, die amerikanischen Kreuzer, die funktionieren auch ganz gut mit der AP. Ich glaube, die Japaner funktionieren sehr gut oder haben eine höhere Brandwahrscheinlichkeit. Aber wenn ich da was Falsches erzähle, schreibt es ruhig in die Kommis, aber ich denke mal, ich glaube, es ist so. Wenn euch gegnerische Kreuzer die Breitseite zeigen, dann könnt ihr natürlich auch mit AP wechseln oder auf AP wechseln, weil ihr wisst, die Kreuzer sind da sehr AP-anfällig. Ja, wie sollte man mit einem Kreuzer fahren? Also fahrt. Also ich versuche den Gegner zu vermitteln, wo ich langfahre, um dann doch plötzlich den Kurs zu ändern. Und ich empfehle euch auch im Kreuzer nach jeder Schussabgabe den Kurs sofort zu ändern. Also bleibt in Bewegung. Das ist eigentlich das A und O im Kreuzer. Ja, nutzt Deckung auf der Karte aus und bleibt auf Distanz, denn dann könnt ihr auch besser auf feindlichen Beschuss reagieren. Also ich sehe es immer wieder in Matches, dass die verbündeten Kreuzer da vorfahren in die Gegner rein und dann natürlich nicht lange überleben. Also ich versuche meine Kreuzer so ein bisschen auf Distanz zu fahren, auf Reichweite zu skillen, weil, wie gesagt, wenn die gegnerische Salve kommt, dann habt ihr auch größere Chancen, da auszuweichen. Ja, eine Generallösung für alle Kreuzer gibt es natürlich nicht. Dafür gibt es natürlich auch zu viele Unterschiede, was die Kreuzer betrifft. Denke mal, Unterschiede in den Nationen, in den Tierstufen. Das heißt, ihr müsst manche Nationen auch anders fahren. Die haben eine andere Spielweise. Eine grobe Richtung für Kreuzerfahren ist fahrt teamdienlich. Das ist ganz wichtig. Fahrt teamdienlich. Also ihr solltet eure Aufgaben erfüllen und eure Aufgaben, ja, die gehen wir jetzt mal durch. An erster Stelle gegnerische Kreuzer beschäftigen. Natürlich. Und für mich der zweite Punkt und der wichtigere, fast der wichtigere Punkt oder der wichtigste Punkt, den ihr erfüllen solltet im Kreuzer, ist, ihr müsst gegnerische Zerstörer bekämpfen, weil die gegnerischen Zerstörer können euren Schlachtschiffen wahnsinnig gefährlich werden. Und ja, das ist eigentlich eure Hauptaufgabe im Kreuzer. Bekämpft die gegnerischen Zerstörer. Das ist immens wichtig. Ja, und dann als dritter Punkt natürlich Unterstützung bei den gegnerischen Schlachtschiffen. Also ihr könnt Schlachtschiffe tierisch nerven mit euren HE, wenn ihr sie anzündet. Gerade wenn ihr in einer Division unterwegs seid und es schafft, ein gegnerisches Schlachtschiff anzuzünden, vielleicht sogar an zwei Stellen, dann wird der Gegner sich in 90% der Fällen mit Sicherheit löschen und natürlich dadurch sein Reparatur Kit ziehen. Das bedeutet, euer Divisionskamerad, der vielleicht im Zerstörer unterwegs ist, der kann das gegnerische Schlachtschiff dann torpen und kann einen Wassereinbruch verursachen, den er dann nicht mehr heilen kann oder nicht mehr stoppen kann. Und also ja, ich weiß, das geht jetzt schon so ein bisschen ins Taktische rein, aber wenn ihr so in der Division unterwegs seid, also das sind so eure Aufgaben im Kreuzer. Gehen wir auch mal kurz auf die Nationenunterschiede ein im Moment. Also wie gesagt, die amerikanischen Kreuzer haben ja keine Torpedos, bis auf die Phoenix und die Omaha. Die japanischen Kreuzer besitzen natürlich ihre Long-Range-Torpedos, müssen dafür aber, glaube ich, sehr viel Breitseite fahren, um die gut ins Wasser legen zu können. Und die japanischen Kreuzer sind auch ziemlich lang, also sind da auch besser zu treffen. Ich glaube, die Deutschen dann später, die deutschen Kreuzer, wenn die mal irgendwann reinkommen, die müssten eigentlich auch Torps haben. Aber wie gesagt, wenn ich da was Falsches erzähle, dann schreibt es in die Kommis.
Ja, Torpedos könnt ihr nutzen, natürlich meistens zur Verteidigung gegen herannahende Kreuzer oder Zerstörer. Wie gesagt, die Japaner sind da so eine Ausnahme mit ihren Long-Range-Torpedos, die aber, glaube ich, auch teilweise ab 1,5 Kilometer schon aufgehen. Also ihr könnt Engstellen zum Beispiel auf Karten zwischen zwei Inseln mit euren Torpedos sperren. Generell würde ich sagen, bis Stufe 4 spielen sich Kreuzer recht flott. Ab Stufe 5, also so war es dann bei der Pensacola, da wären die Schiffe dann auch schon schwerer. Ja, die Gegner werden natürlich auch besser auf den höheren Stufen. Also die Lernkurve ist natürlich deutlich höher. Wichtig ist natürlich, sage ich in jedem Video eigentlich, spielt jeden Kreuzer. Überspringt kein Schiff. Je mehr ihr euren Kreuzer fahrt, umso besser werdet ihr ihn kennen. Auch wenn ihr das Schiff später, wie gesagt, nicht mehr fahrt. So wisst ihr dann doch, was das Schiff kann und was es nicht kann, wenn ihr den als Gegner habt. Ihr wisst, wie das Schiff performen kann. Und wie gesagt, Hauptaufgabe für euch bleibt auch die Bekämpfung von gegnerischen Zerstörern. Also das ist für mich so die wichtigste Aufgabe im Kreuzer. Ich habe euch ein Gameplay mitgebracht, ihr Lieben, in dem ich meine Aufgabe erfüllt. Ihr werdet sicherlich im Kreuzer auch nicht immer diese High-Damage-Matches haben, aber wenn ihr eure Aufgabe erfüllt, wenn ihr euren Teil dazu beitragt, was ich denke mal in dem Match gemacht habt, dann könnt ihr zufrieden sein, denn das ist eure Aufgabe mit einem Kreuzer. Wie gesagt, spielt die auf Distanz, fahrt nicht so weit vor. Es nutzt eurem Team nichts, wenn ihr gleich platzt. Ich würde sagen, schaut euch das Gameplay an und dann sehen wir uns danach nochmal im Hafen zu einem kurzen Fazit. Also viel Spaß, ihr Lieben! Alle Mann auf Gefechtsstation!
Problem gelöst! Katapultjäger in der Luft. Torpedos voraus! Torpedos voraus! Thank you.
Ja, willkommen zurück im Hafen zu einem kleinen Fazit. Also, ihr habt es gesehen, ich denke mal, in dem Match habe ich meine Arbeit erledigt. Habe auch so ein bisschen versucht, auf Distanz zu spielen. Geht natürlich nicht immer. Wie gesagt, wenn ihr in der Division unterwegs seid, dann könnt ihr den Kreuzer ein bisschen taktisch anders fahren, als wenn ihr alleine fahrt. Alleine seid ihr immer so ein bisschen auch vom Team abhängig. Was macht das Team? Ja. Kommen wir mal zum kurzen Fazit. Also, wie gesagt, meine Tipps an euch. Versucht in Bewegung zu bleiben. Fahrt unberechenbar für den Gegner. Zeigt nicht so viel Breitseite, denn ein gegnerisches Schlachtschiff kann euch mit einer Salve rausnehmen. Das müsst ihr wissen. Es gibt Kreuzer, die mit HE besser performen, wie die Japaner zum Beispiel. Durch ihre Long-Range-Torpedos. Wie gesagt, die Amerikaner müsst ihr dann auch ein bisschen anders fahren. Also generell Kreuzer fahren bedeutet viel Verantwortung für euch. Ihr werdet viel Erfahrung sammeln müssen. Winkelt an, keine Breitseite. Wie gesagt, ihr seid so ein bisschen die Feuerwehr auf dem Spielfeld, weil ihr genug Beweglichkeit habt mit euren Kreuzern. Fokussiert die gegnerischen Zerstörer. Ändert ständig euren Kurs, das ist ganz wichtig. Bleibt unberechenbar und wichtig, fahrt teamdienlich. Und dann solltet ihr auch im Kreuzer gute Matches haben. Ja, das so meine Tipps an euch, wie ihr Kreuzer fahren sollt. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommis. Wenn euch das Video gefallen hat, über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo auch. Dann gibt es auch den nächsten Schlachtschiff-Guide. Wie gesagt, das Video war heute ein bisschen länger. Dafür die Aufgaben im Kreuzer zu vielseitig. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, ihr Lieben. Und ja, macht's gut, euer Playguru. Tschüssi.